Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schumann Business Insight. Ich bin heute mit Herrn Dr. Kelling, unserem Leiter Produktmanagement hier, und freue mich einfach auf den Austausch für heute. Zu Beginn würde ich aber einfach nochmal damit starten, einfach zu fragen. Ja, ich meine, Produktmanagement im Industriebetrieb kann ich mir das relativ gut vorstellen, aber was bedeutet das denn jetzt eigentlich bei einem Softwareanbieter? Was macht man dann als Produktmanager? Ja, Stefan, einmal vielen Dank für die Einladung. Kann ich gern was zu sagen. Ja, also klar, du hast recht. Industrieunternehmen kennt jeder, Softwareunternehmen, Produktmanagement ist ein bisschen schwieriger. Aber was machen wir? Wir haben für unsere verschiedenen Kunden, für unsere verschiedenen Märkte Softwareprodukte. Auch die gilt es zu managen mit dem jeweiligen Product Owner oder Product Ownerin und dem entsprechenden Team dahinter, auf Kundenbedürfnisse, auf Märkte auszurichten. Das ist Teil meiner Aufgabe, dass wir marktgerechte, kundengerechte Lösungen implementieren und verkaufen. Auf Märkte ausgerichtet ist ein gutes Stichwort, glaube ich, an der Stelle. Wenn man jetzt auf den Markt schaut, gibt es ja immer Themen, ja, was uns begegnet, ist das Lieferketten-Sorgfaltenpflichtengesetz. Kannst du uns da vielleicht mal aufklären, was das eigentlich ist? Sehr gerne. Also, wie du sagst, das ist gerade Hot Topic, würde ich mal nennen. Es ist seit 2011, hat es begonnen, jetzt nicht die komplette Historie, aber in 2011 haben die Vereinten Nationen Leitprinzipien verabschiedet für Kinderarbeit, also Kinderarbeit zu verhindern, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Und die sind immer weiter über die letzten Jahre verschärft worden. Am Ende gab es dann in 2015 eine weitere Spezifikation, dann auch wieder der UN, wo dann aus 17 Leitlinien Ableitungen gemacht werden konnten. Und im Prinzip jedes Unternehmen damals schon verpflichtet war, diese Leitprinzipien zu verfolgen. In Deutschland wurde dann in 2016 ein nationaler Aktionsplan verabschiedet. Auch der hat zum ersten Mal deutsche Unternehmen verpflichtet, diese Leitprinzipien einzuhalten und nach den Gesetzen oder nach den Vorgaben dort zu handeln. Es gab den Wunsch der Bundesregierung damals, eine Erfüllerquote von 50% zu erreichen, dass 50% der verpflichteten Unternehmen in Deutschland diese Prinzipien erfüllen. Das hat nicht ganz geklappt. Und so gab es im letzten Jahr, also im Sommer letzten Jahr, dann das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wie du erwähnt hast, und das jetzt zum ersten Mal auch eine rechtliche Grundlage dann geschaffen hat, für deutsche Unternehmen diesem Gesetz zu folgen. Also du hast ein bisschen natürlich Historie beschrieben, ja, wo das Ganze herkommt. Erstmal vielen Dank dafür. Die Frage, die sich natürlich viele am Markt ja letztlich jetzt stellen, ist, was steckt da dahinter? Wir lesen ja immer, ja, ab 3000 Mitarbeiter ist es relevant, dass ich die Sorgfaltspflichten entsprechend erfüllen muss bis 23, also irgendwie ab 1.1.23 beziehungsweise ab 1000 Mitarbeiter 1.1.24. Genau. Ne? Genau. Und jetzt ist ja die Frage, was erwartet die Unternehmen eigentlich da? Genau, also du hast gesagt, die Randbedingungen für die Unternehmen sind genau 3000 und 1000 Mitarbeiter für die nächsten 2 Jahre. Im Gesetz sind Sorgfaltspflichten formuliert. Ja, was sind das genau für? Also jedes Unternehmen muss seine im ersten Schritt die unmittelbaren Lieferanten prüfen, entsprechend verschiedenster Kriterien. Das heißt, jedes Unternehmen muss eine Risikomanagementabteilung befähigen, Lieferanten zu prüfen, ob die Lieferanten, ich sag's mal ganz platt, konform der Menschenrechte halt wirtschaften und damit seine Lieferkette entlang der unterschiedlichen Lieferanten zu prüfen. Mhm. Das ist das Erste, Risikomanagement aufbauen, entsprechend halt, wenn Maßnahmen zu greifen sind, diese Maßnahmen durchführen, dokumentieren, Transparenz schaffen im Unternehmen, dass wenn Unternehmen, die Lieferant sind, unmittelbarer Lieferant sind, unangenehm auffallen, so nenne ich es mal, dass man halt sich auch dann entsprechend Beschwerdeverfahren dokumentieren kann. Und das Unternehmen in Deutschland, welches dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz unterliegt, muss aktiv dazu beitragen, einen Lieferant, der unangenehm aufgefallen ist, entsprechend weiterzuentwickeln. Okay, und du hast gerade gesagt, direkter, unmittelbarer Lieferant. Ja, also, das hört sich ja so an, als wenn es dann noch eine Kategorie daneben gibt. Kannst du dazu noch was sagen? Genau, es gibt dann neben den direkten Lieferanten dann halt noch die mittelbaren Lieferanten, so heißt es im Gesetz. Die sind im ersten Schritt nicht von den umfassenden Sorgfaltspflichten natürlich befasst, weil es dann eine riesige Anzahl entlang der gesamten Lieferkette. Aber auch da hat natürlich ein Unternehmen, wenn es ein, es nennt sich anlassbezogen, wenn also ein Lieferant entlang der Lieferkette, der nicht unmittelbar ist, auch einen entsprechenden Vorfall hat, muss auch der natürlich getrackt werden, muss gedokumentiert werden. Und auch dort hat das Unternehmen entsprechende Verpflichtungen, Präventivmaßnahmen zu ergreifen. Das geht auch jetzt schon dann ab 1.1.23. Okay. Aber wie gesagt, nur anlassbezogen. Mhm. Also wenn da wirklich ein konkreter Fall bekannt ist bei einem mittelbaren Lieferanten. Jetzt, wenn ich jetzt auf den Markt schaue, ne, bin ja als Schumann da auch viel unterwegs, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, beziehungsweise ich werde auch oft konfrontiert mit der These, Mensch,
ich suche mir einfach einen Datenanbieter, der schickt mir dann Informationen drüber, die werte ich aus. Das reicht eigentlich, um das Lieferkettengesetz zu erfüllen. Wie stehst du denn zu der These? Also man braucht natürlich Daten, das ist völlig richtig. Aber die Daten müssen natürlich entsprechend ausgewertet werden, du hast es erwähnt. Und bei der Vielzahl der Lieferanten, die ein großes Unternehmen haben wird, gerade wenn wir mit großen Unternehmen beginnen müssen, ist es ohne eine Software gar nicht lösbar. Das heißt, es braucht eine technische Unterstützung, wo die Daten aggregiert werden, gesammelt werden, gemeinsam ausgewertet werden. Und halt auch vor allem der zweite Schritt, den ich halt meinte, man muss einmal im Jahr wieder prüfen. Das heißt, die Daten müssen ständig aktualisiert werden und das Unternehmen, welches dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz unterliegt, hat entsprechende auch Transparenzaufgaben. Das heißt, es muss dokumentiert werden und einmal im Geschäftsjahr auch ein Report erstellt werden, das sichergestellt ist, dass die Sorgfaltspflichten erfüllt wurden. Und ich glaube, es ist auch insbesondere wichtig, dass ich den Lieferanten, ja, dieser Aspekt der Weiterentwicklung, du hattest es gerade gesagt, das muss ich natürlich auch nachhalten können. Ich muss einen direkten Kanal schaffen, um mit dem Kunden bzw. den Lieferanten natürlich zu kommunizieren. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Aspekt, was ich allein über die Daten eben natürlich auch nur begrenzt erreichen kann. Nur ist das natürlich schon ein Stück weit so eine Brücke zu dem, was ich als nächstes gerne fragen würde. Was kann denn Schumann zu diesem ganzen Aspekt dann noch beitragen? Genau, also wir haben natürlich in unseren Produkten und in unseren Lösungen das entsprechend integriert, dass wir da das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz abbilden können. Das heißt, wir werden Datenanbieter integrieren, um halt entsprechende ESG-Daten, so wie sie halt heißen, in unserer Software anbieten zu können, mit entsprechenden Tools entsprechende Risikovoranalysen zu machen, Risikovorklassifizierungen zu machen, dass sich der Kunde von Schumann auf die Lieferanten konzentrieren kann, wo er halt wirklich auch Sorgfaltspflichten erfüllen muss. Es gibt hoffentlich in Unternehmen viele Lieferanten, die einfach okay sind, die keine Probleme haben, keine Vorfälle zeigen. Die kann man natürlich entsprechend vorher schon mal, ich möchte es nicht sagen aussortieren, aber sozusagen auf die grüne Liste schieben. Aber die, wo Präventivmaßnahmen zu ergreifen sind, wo Kommunikation aufzugreifen ist, damit werden wir mit unserer Software unterstützen und halt am Ende das Thema voll dokumentieren, Transparenz schaffen, dass am Ende Kunden von Schumann auch entsprechend sicher sein können, dass sie ihre Sorgfaltspflichten dokumentiert haben. Was empfiehlst du denn jetzt vielleicht den unseren Interessenten, wenn sie jetzt auf der Suche sind und wollen so ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ja, ob nun softwaregestützt oder auch datengestützt, erfüllen? Wie können sie dabei vorgehen? Was würdest du denen empfehlen? Ich glaube, jedes Unternehmen muss, wenn es jetzt unter dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz fällt oder eigentlich auch sonst, sich seine eigenen Gedanken machen, wie man halt nachhaltig und in konform der Menschenrechte wirtschaften möchte. Also es betrifft halt nicht nur die unmittelbaren Lieferanten, sondern auch den eigenen Geschäftsbereich, das muss man dazu sagen. Und dann sind wir natürlich als Softwareunternehmen und auch mit entsprechender Beratungskompetenz jederzeit bereit, unsere Kunden auf den Weg zu begleiten, dass sie mit unseren Lösungen, mit unserer Kompetenz entsprechenden Produkte einsetzen können in ihrem Haus auf Basis der vielfältigen Daten, die halt dort sind, um die Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Okay, und das heißt, es ist ja ein Stück weit auch Unternehmensstrategieentscheidung, wenn ich mal so sehen kann. Und wir können dabei natürlich beratend tätig sein. Aber Strategieentscheidung ist ja auch ein Aspekt, den wir vielleicht immer nochmal beleuchten sollten. Wie denkst du denn, dass die Entwicklung dort weitergeht? Ja, also wir haben viel jetzt über die aktuelle Situation mit dem Lieferkettengesetz gesprochen, aber gibt es da noch mehr drumherum? Wie denkst du, wo führt das Ganze noch hin? Genau, also Fokus im Lieferkettengesetz steht natürlich halt auf den Lieferanten, ist offensichtlich. Aber ich bin ziemlich sicher, also zum einen haben wir bisher nur über das deutsche Gesetz gesprochen, was seit letztem Jahr in Kraft ist. Es gibt schon entsprechende Ankündigungen auf EU-Ebene, dass es halt auch entsprechende Ausweitung der Gesetze halt auf Gesamt-EU gibt. Das heißt, das ganze Thema wird auf jeden Fall internationaler. Die Lieferkette ist sowieso international, das heißt, man braucht globale Informationen, muss globale Informationen auswerten. Wie sieht es mit der Kundenseite aus? Auch die, denke ich, ist absehbar, dass auch natürlich Kunden halt entsprechend sich ihre Lieferanten auswählen würden aufgrund von Nachhaltigkeitsthemen und Menschenrechtsthemen. Das heißt, das Thema wird definitiv mehr in den Fokus rücken und weiter im Fokus bleiben, nicht nur über das Gesetz, sondern einfach durch die Veränderungen auf dem Markt, meiner Meinung nach. Inwiefern wird sich die Gesetzgebung da auch verändern? Wird die eher aus deiner Meinung oder deiner Meinung nach verstärkt, abgeschwächt? Gibt es da eine Konsolidierungsphase? Kannst du da was deine Einschätzung einfach geben? Also sicherlich schwer vorherzusagen, aber ich glaube, der Startpunkt, der jetzt gemacht worden ist mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland, ist gut, der ist schon relativ scharf, würde ich sagen. Da gibt es viele Sorgfaltspflichten, die jetzt erfüllt werden müssen. Die werden sicherlich auch kontrolliert werden durch eine entsprechende Behörde. Ich glaube nicht, dass es da nochmal
Lockerung geben wird, sondern es wird mindestens der Level, der jetzt da ist, erhalten bleiben oder vielleicht sogar noch verschärft werden. Erstmal herzlichen Dank für die Infos und für die Diskussion bzw. das vielmehr Interview an der Stelle. Ja, für mich bleibt einfach nur noch zu sagen, wenn Sie mehr Informationen benötigen zu dem Thema, dann schauen Sie doch einfach unten unter diesem Video entsprechenden Link und dort können Sie gerne Detailinformationen runterladen. Und ansonsten stehen wir natürlich gerne auch noch für persönliche Diskussionen zur Verfügung. Insofern herzlichen Dank, gute Zeit.